Frau Wirth, Sie machen gerade ein Tertial im praktischen Jahr in der Landarztpraxis. Was hat Sie bewogen, aufs Land zu gehen? Also Allgemeinmedizin war für mich eigentlich schon seit längerem klar, weil mir der Beruf einfach sehr große Freude macht, weil es ein sehr schönes Berufsfeld ist. Und ich komme aus dem Nachbarort, deswegen war es für mich eigentlich klar, dass ich nie in eine Stadt gehen wollen würde. Deswegen war die Landarztpraxis dann eigentlich nur der nächste Schritt. Wie wichtig ist eine Förderung dabei? Naja, man muss einfach sagen, ein Medizinstudium dauert 6 Jahre. Das ist eine sehr lange Zeit, in der man einfach nichts verdient und trotzdem ja leben muss. Und gerade wenn es dann um eine Landarztpraxis geht, die ja, wie der Name schon sagt, natürlich abgelegener ist und demnach auch mit Kosten verbunden ist, weil man entweder dort sich eine Wohnung nehmen muss, weil man pendeln muss und doch größere Strecken dann fahren muss, da ist es einfach entscheidend, dass es möglich ist, weil es sonst wahrscheinlich viele Studenten schon beeinflusst, dass sie sagen, na gut, wenn sie in Erlangen ihre Wohnung haben, dann gehen sie halt an die Uniklinik. Da entstehen nicht noch zusätzliche Kosten und auch nicht noch Umstände dadurch. Sie haben auch schon in der Klinik gearbeitet. Wenn Sie jetzt so resümieren, was ist so der Unterschied zwischen der Tätigkeit in der Klinik und in der Allgemeinarztpraxis auf dem Land? In der Allgemeinarztpraxis kenne ich meine Patienten. Also ein Großteil kommt ja wirklich regelmäßig. Ich weiß, was sie für Vorerkrankungen haben. Ich kenne das soziale Umfeld. Ich weiß, was sie beruflich machen. Ich kriege auch mit, wenn vielleicht jetzt in der Familie gerade größere Probleme sind. Ich weiß einfach mehr. In der Klinik habe ich halt einen Patienten, den ich vorher noch nie gesehen habe in den allermeisten Fällen und wo ich eigentlich auch hauptsächlich die akute Problematik kenne, wo ich vielleicht nicht weiß, dass der in der Vorgeschichte schon alles mögliche andere hatte, was halt einfach häufig an Informationen verloren geht. Klar, ich habe den Vorteil, dass ich mehr diagnostische Möglichkeiten habe. Ich habe, wenn es schnell gehen muss, zack, zack, mein Labor, das habe ich nicht in der Praxis. Aber in der Praxis habe ich dafür dann den Vorteil, dass ich eben mehr untersuche, dass ich wirklich mit den Händen hinpacke, dass ich meinen Patienten anfasse, was in der Klinik ja vielleicht doch öfter mal untergeht zugunsten der ganzen apparativen Medizin. Hat jetzt Ihre Tätigkeit hier in der Praxis, hat das Sie bestärkt in dem Entschluss, auch selber mal dann in eine Landarztpraxis zu gehen? Ja, auf alle Fälle. Ich habe ja vorher schon mal eine Famulatur gemacht in der Allgemeinmedizin und war mir schon recht sicher, weil auch in 4 Wochen merkt man, dass es ein toller Beruf ist. Aber über 4 Monate wächst man halt rein. Man kennt seine Patienten, man ist auf Hausbesuchen mit dabei. Man weiß einfach im Endeffekt, worauf man sich einlässt. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, weil man dann nicht dieses Risiko eingeht, ich fange jetzt mal was an, unterschreibe einen 3-Jahres-Vertrag und dann ist es doch nicht das, was ich machen wollen würde. Also es ist eine sehr, sehr große Chance auf alle Fälle. Stichwort Work-Life-Balance. Wie sieht das aus in einer Hausarztpraxis? Kriegt man Beruf und Familie? Aus Ihrer Erfahrung jetzt hier, kann man das unter einen Hut bekommen? Also ich denke auf alle Fälle. Also in der Praxis, wo ich momentan bin, hat fast jeder Kinder. Und es arbeitet halt, die meisten Frauen arbeiten halt dann einen bestimmten Prozentsatz Stunden. Und es funktioniert wirklich richtig gut, weil man halt in der Praxis doch mehr die Abläufe selber bestimmen kann. In der Klinik, da ist nun mal dann um 13 Uhr die Mittagsbesprechung. Und wenn ich eine Halbtagsstelle habe und um 12 gehen muss, dann funktioniert das einfach nicht. In der Praxis kann man ja miteinander reden. Man arbeitet als Team und kann sich da einfach einteilen. Und wenn der eine mal nicht kann, dann findet man Lösungen. Jetzt ist es ja so, dass nur etwa 10% der Medizinstudierenden sich dann für die Allgemeinmedizin entscheiden. Was hält denn Ihre Studienkollegen davon ab? Also ich denke, dass in vielen Köpfen schon noch das alte Landarztbild wirklich verankert ist, der von morgens um 6:30 bis abends um 10 in der Praxis steht und sonst kein Leben haben kann. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass man die Studierenden in solche Praxen bringt, wo es modernere Modelle gezeigt werden, wo sie sehen, dass Halbtagsstellen möglich sind und dass man sich auch einfach einteilen kann. Das muss einfach mehr ankommen bei den Studenten. Also ein falsches Bild hauptsächlich? Ja, auf alle Fälle.